Wenn man dann zum Kunden rausfährt, man weiß nie, was auf einen zukommt, man hat immer andere Kunden, man hat immer eine andere Schadenssituation und natürlich, wenn was größer ist, kribbelt es schon mal im Bauch und ist auch manchmal ein wenig aufgeregt, aber man versucht es schnell wie möglich zu meistern. Ich bin der Stefan, bin bei den Stadtwerken Bayreuth tätig und bin dort Netzmonteur in der Wasserversorgung. Also was vielleicht auch viele Bürger der Stadt Bayreuth nicht wissen, wir haben einen 24 Stunden Rufbereitschaftsdienst in der Wasserversorgung. Wir werden dann mitten in der Nacht angerufen, geht das Handy und dann müssen wir schon aus dem Bett springen und dann geht's ins Auto und los zum Schaden. Also bei Problemen helfen wir so, dass wir schnellstmöglich zum Kunden fahren, die Schadenstelle lokalisieren, aber das ist oft einmal gar nicht da, wo das Wasser rauskommt, sondern ein paar Meter weiter. Dann wird das Rohr freigelegt, repariert, dass der Kunde schnellstmöglich wieder mit Wasser versorgt ist.